wörtlich übersetzt babygesteuerte Entwöhnung. Gemeint ist hier eigentlich der Übergang vom Baby, vom Säugling, der sich nur von Milch ernährt, zur Beikost. Viele Eltern benutzen traditionellen Babybrei, aber Baby-led Weaning ist auch sehr, sehr stark am Kommen. Es ist eigentlich eine andere Form der Eingewöhnung zur festen Nahrung. Was diese Art von Eingewöhnung von Milch zur festen Nahrung so attraktiv macht und worauf man zu achten hat, erfährst du in diesem Video. Was macht die Methode Baby-led Weaning so besonders? Die Methode sieht vor, dass die ganze Entwöhnung zur festen Nahrung vom Baby gesteuert wird. Das Baby steht im Mittelpunkt. Das Baby bekommt keinen Brei gefüttert, sondern das Baby darf an verschiedenen Lebensmitteln probieren. So gesehen kann das Baby direkt, bereits mit 6 Monaten alt, mit am Familientisch essen. Die Mama muss ja nicht separat noch fürs Baby Babybrei zubereiten. So gesehen ist diese Methode gar nicht so neu. Wenn man sich überlegt, wie war das früher, zum Beispiel in Steinzeiten zum Beispiel, wenn ich mir das vorstellen könnte, wie die Menschen dort die Babys zu Beikost überführt haben, haben die Menschen wahrscheinlich sehr, sehr lange gestillt, was natürlich auch von der Methode Baby-led Weaning gefördert wird, dass man so lange wie möglich stillt. Aber auch zweitens hatten die Menschen natürlich keinen Pürierstab und keine Gläschen und wahrscheinlich nicht mal ein Gabel, damit man das Essen ein bisschen zerkleinern kann für Babys. Und die Babys haben direkt mit anderen Familienmitgliedern gegessen und so sind sie auch groß geworden. Ich habe das Video in verschiedenen Teile unterteilt, damit es irgendwie Struktur bekommt und man von Punkt A zu Punkt B kommen kann. Und den ersten Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die Grundprinzipien. Die Grundprinzipien von Baby-led Weaning, was du alles wissen sollst. Prinzip Nummer 1, was ich bereits erwähnt habe, das Baby steht im Mittelpunkt. Die Bedürfnisse von dem Baby werden beachtet, man wird auf das Baby hören und das Baby gut beobachten. Das Baby ist derjenige, der die Reifezeichen zeigt. Es ist nicht vom Alter abhängig, wann das Baby bereit ist für Beikost, sondern das Baby soll bestimmte Reifezeichen zeigen. Und nur dann fängt man mit dem Beikost an. Was das für Reifezeichen sind, habe ich bereits in dem ersten Video gefilmt. Das werde ich hier oben verlinken. Kannst du natürlich da nachschauen. Das war allgemeines Video, allgemein über Beikost. Und da habe ich im ersten Punkt erwähnt, wann ist das Baby bereit für Beikost. Grundprinzipien Nummer 2 ist, dass das Baby darf aussuchen, was es essen möchte. Das heißt, als Eltern bereitest du verschiedene Sachen vor, zum Beispiel sei es Gemüse, dann bereitest du zum Beispiel 2 verschiedene Arten von Gemüse und präsentierst es deinem Baby. Und das Baby darf aussuchen, möchte es heute Karotte essen oder möchte es heute Pastinake essen. Zum einen ist es ziemlich praktisch, weil dann kannst du ganz schnell feststellen, ob dein Baby Karotte mag oder nicht. Und zum anderen hat man nicht diesen Frust, wenn das Baby irgendwas nicht isst, weil dann hat das Baby andere Alternative. Prinzipien Nummer 3, das Baby entscheidet, wie viel das isst. Das ist auch ein ganz, ganz toller Punkt, finde ich, weil dann hast du diesen Druck nicht mehr, dass du eine bestimmte Menge an Brei deinem Baby servieren musst. Das Baby lernt, auf seinen Körper zu achten und zu sagen, jetzt habe ich genug, jetzt bin ich satt, ich möchte nicht mehr. Und dementsprechend hat man keinen Druck, dem Baby bestimmte Menge von Brei zu verabreichen. Vor allem, wenn man zum Beispiel ein Gläschen hat, das aufmacht und die Hälfte wird nicht gegessen, ist es irgendwie schade, das wegzuschütten. Aber das Baby ist vielleicht schon satt und du sollst es dabei belassen. Und heutzutage merkt man, dass wir Erwachsene oft nicht wissen, wann wir genug haben. Wir essen vielleicht aus Frust oder wir essen, weil es gut aussieht, weil es gut schmeckt und hören eigentlich nicht auf unseren Körper und wissen nicht, wann wir eigentlich bereits satt sind und nicht mehr essen sollen. Deswegen finde ich dieses Prinzip von Baby-led Weaning ganz toll. Man achtet auf das Baby, das Baby achtet auf seinen Körper, er weiß selber, wie viel er essen möchte und glaub mir, dein Baby wird sich nicht verhungern. Und wenn du Angst hast, dass das Baby nicht genug Nährstoffe bekommt, dann kommen wir bereits zum Prinzip Nummer 4. Das heißt,
Du als Eltern, als Mama sollst sicherstellen, dass das Baby weiterhin genug Milch, Säuglingsnahrung bekommt. Bei Baby-Led Weaning ist es so, dass mit Einführung von Beikost heißt es überhaupt nicht, dass man bereits mit dem Abstillen beginnen soll oder weniger Flasche geben soll oder dass Beikost die ganze Mahlzeit von Flaschenmahlzeit ersetzen soll. Das bedeutet es nicht, das ist einfach zum Probieren, das erste Jahr. Es gibt sogar im Englischen so einen Spruch, Food before one is just for fun. Das Essen vor dem ersten Lebensjahr ist just for fun, ja, zum Spaß, zum Probieren, zum Anschauen, zum Kennenlernen. Die Hauptnahrungsmittelquelle bleibt Säuglingsmilch, Muttermilch. Wenn das Baby nicht genug Nährstoffe von der Mahlzeit bekommt, von Beikost, dann bekommt er das von der Milch. Deswegen ist es wichtig, in diesem ersten Jahr das Milchangebot beizubehalten. Du wirst es sehen, gegen Ende des ersten Jahres, so angefangen ab dem 9. Monat, essen sie relativ viel und dann wird dieser Bedarf an Milch sinken. Also das erfolgt eigentlich ganz natürlich. Diese ganze Beikosteinführung nach Baby-Led-Weaning-Methode ist ein ziemlich natürlicher Weg, auch natürlicher Weg zum Abstillen. Was ein sehr, sehr langsamer Prozess ist. Das bedeutet nicht, dass man ja mit 6 Monaten bereits abstillt. Auf gar keinen Fall. Nach WHO heißt es 2 Jahre stillen. Von daher ist es ganz normal und natürlich, wenn du lange stillst. Im nächsten Teil von diesem Video möchte ich erzählen, was sind die Vorteile von Baby-Led Weaning. Natürlich aus dem vorherigen, was ich bereits erwähnt habe, kann man die Vorteile bereits herausziehen, aber ich möchte nochmal hier genau aufzählen, was in meinen Augen die Vorteile sind. Übrigens, ich habe 2 Kinder und die Große hat Babybrei bekommen und mein Sohn aber Baby-Led Weaning. Und ich kann so gesehen aus 2 verschiedenen Methoden die Vor- und Nachteile sehen. Mein persönlicher Favorit ist Baby-Led Weaning auf jeden Fall und ich erzähle euch wieso. Ich zähle euch ein paar Vorteile auf. Vorteil Nummer 1, das Baby ist sehr selbstständig. Das ist toll, vor allem wenn du noch älteres Kind hast. Prost. Du hast nicht mehr die Zeit, mit dem Baby da zu sitzen und mit dem Löffel dem Baby Brei zu geben. Und bei Baby-Led Weaning setze ich mein Baby oder habe ich mein Baby hingesetzt zusammen mit seiner Schwester und sie haben gegessen. In dieser Zeit habe ich für mich Frühstück zubereitet, wenn es jetzt Frühstück war. Ich habe mir Kaffee gemacht. Das Baby ist einfach selbstständig. Und ich sehe diesen Fortschritt, was mein 2. Kind macht, wie er mit dem Löffel umgeht, wie selbstständig der beim Essen ist. Und das hatte ich gar nicht mit meiner Tochter. Vorteil Nummer 2, was aus dem ersten rauskommt, ist, dass Mama sitzt gemeinsam am Tisch, kann einfach mitessen und muss nicht gleichzeitig selber essen und das Baby füttern. Das ist ja offensichtlich und die ganze Familie kann am Tisch essen, das Baby probiert verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedenes Essen und man ist viel entspannter, man ist sehr, sehr entspannt. Man muss nicht gleichzeitig versuchen, sich zu füttern, das Baby zu füttern. Man kann eigentlich eigenes Essen genießen. Nächster Vorteil ist, es ist etwas zeitsparender, finde ich. Man braucht nicht separat für Baby einen Brei zubereiten, pürieren, kochen, vorkochen. Ich meine, wir haben das immer so gemacht, dass nicht extra gekocht oder irgendwas extra gemacht, sondern das Baby hat das gleiche gegessen wie wir, nur nicht gewürzt. Übrigens, was Gewürz angeht und so weiter, das werde ich noch nachher sagen, womit man anfängt und wie man da das Essen zubereitet. Nächster Vorteil ist, das Baby lernt verschiedene Geschmacksrichtungen kennen. Das Baby sieht auch, was die Lebensmittel, wie die Lebensmittel aussehen. Es ist nicht alles zusammen püriert, gemischt in einem Gläschen, sondern das Baby sieht, wie die Karotte aussieht, welche Farbe sie hat, wie Kürbis aussieht, welche Farbe es hat, wie Gurke aussieht und so weiter. Das Baby sieht, wie verschiedene Lebensmittel aussehen, wie sie sich anfühlen, wie sie riechen. Das Baby kann verschiedene Lebensmittel und Geschmacksrichtungen kennenlernen und separat kennenlernen. Die Aromen sind nicht vermischt wie in einem Babybrei, sondern die Aromen kann das Baby separat wahrnehmen und somit seine Favoriten entdecken. Und du kannst als Mama auch bereits sehen, was dein Baby besser mag oder besonders mag und was das Baby weniger mag.
Wenn du einen Brei machst, wo es verschiedene Sachen zusammengemischt sind, weißt du es gar nicht, ob das Baby heute den Brei nicht gegessen hat, weil ihm Erbsen in diesem Brei nicht geschmeckt haben oder weil dort, keine Ahnung, ein Stück Fleisch drin war. Das wirst du nie herausfinden, aber bei der Methode von Baby-led Weaning siehst du ganz genau, was dein Baby favorisiert. Die Geschmacksrichtungen entwickeln sich besser und man sagt, dass später sind die Babys nicht so wählerisch, was Essen angeht, weil sie verschiedene Lebensmittel probiert haben. Das Essen wird für dein Baby ein Erlebnis für verschiedene Sinne sein. Das Baby kann das Essen tasten, sehen, ja, wie verschiedene Lebensmittel aussehen. Tasten, riechen, probieren, schmecken und das alles fehlt, wenn du dem Baby Babybrei in einem Löffel gibst, weil da sind die Aromen vermischt, wie ich bereits erwähnt habe. Es ist alles Gematsche, die gleiche Konsistenz und das Baby kann ja nicht herausfinden, wie verschiedene Lebensmittel schmecken, wie verschiedene Lebensmittel sich anfühlen. Deswegen bei Baby-led Weaning hat das Baby noch Vorteil, dass es verschiedene Sinneserlebnisse hat. Und das Baby kann auch seine Feinmotorik üben, ja, oder Motorik und Feinmotorik, weil das Baby versucht, das Essen mit der Hand, also die ganz Kleinen, die müssen natürlich bereits greifen können, die greifen das Essen, führen das in den Mund, das ist auch Auge-Hand-Koordination wird geübt. Wenn das Baby etwas älter wird und du im Kleinen Erbsen zum Beispiel gibst, übt das Baby auch die Feinmotorik, weil dann muss, oder Pinzetten-Zangengriff, muss geübt werden, um diese Erbse zu holen. Es freut sich darüber und es ist ein ganz anderes Erlebnis für das Baby, als wenn das Baby im Prinzip nichts macht, passiv das Essen zu sich bekommt. Und der letzte Punkt, was ich sagen möchte, ist, dass die Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die Kinder, seitdem sie Brei bekommen, viel öfters Fehlbildungen im Kieferbereich haben, weil sie diese Kaubewegungen nicht machen, weil das, die Konsistenz von Brei so flüssig ist, dass der Kieferbereich wird nicht trainiert und dementsprechend kommt es öfters zu Fehlbildungen. Wobei ist auch die Frage, ob man das irgendwie richtig nachweisen kann. Aber das wollte ich nochmal erwähnen, das habe ich gelesen. So. Für mich ist der größte Punkt ist die Selbstständigkeit des Kindes. Das sieht man, das erleichtert mir das Leben. So, wenn wir schon über die Vorteile geredet haben, jetzt möchte ich zu den Nachteilen übergehen. Es gibt natürlich auch Nachteile. Und für mich der größte Nachteil ist natürlich Aufräumen. Ja? Das Baby ist selbstständig und dementsprechend sieht es natürlich aus, nachdem er gegessen hat. Die Hälfte ist auf dem Boden. Aber da muss ich einen Tipp geben, wenn ihr das vermeiden wollt, dass viel Essen auf dem Boden landet, gibt dem Baby ganz wenig, ganz kleine Mengen, einen kleinen Löffel. Und wenn das Baby das gegessen hat, dann gibt noch Nachschlag. Aber wenn ihr von vorne den Teller vollpackt, dann die Hälfte landet einfach auf dem Boden. Und dementsprechend ist es vielleicht auch irgendwo Verschwendung von Lebensmitteln. Es ist auf jeden Fall auch da. Also Nachteil Nummer zwei, dass man etwas verschwenderisch umgeht mit Lebensmitteln, weil, wie gesagt, das Baby ist ja nicht so sauber und akkurat. Viele Sachen landen auf dem Boden oder auf dem Schoß. Und da habe ich bereits über die Lätzchen gesprochen in dem ersten Video. Da habe ich übrigens auch alle Sachen gezeigt, die uns eine große Hilfe leisten, vor allem bei Baby-led Weaning. Und da sind diese Lätzchen, die so eine Tasche haben. Und das ist perfekt, weil vieles, was in dieser Tasche landet, kann das Baby im Prinzip auch nochmal da rausholen und nochmal essen. Es ist, landet nicht auf dem Boden, wo es natürlich nicht möglich ist, dem Baby das wiederzugeben. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, so ein Lätzchen zu haben, weil dann kann man das nochmal einsammeln, das Ganze, und das Baby könnte das eventuell weiter essen. Übrigens, in dem Video habe ich auch gezeigt, was für einen Teller wir nutzen, weil viele würden sich wahrscheinlich wundern, wie kannst du das Baby hinsetzen und alleine lassen und dabei sich einen Kaffee machen, was ich am Anfang gesagt habe. Aber wir nutzen diese Teller mit einem Saugnapf, die richtig fest am Tisch sich
fest ansaugen und das Baby kann den Teller gar nicht bewegen und gar nicht umkippen. Nächster Nachteil, das ist wahrscheinlich für viele Eltern oder Mamas große Frage, hat man nicht Angst, dass das Baby sich verschlucken kann? Das Baby hat ja gar keine Zähne. Wie kann das Baby ein Stück Fleisch bereits mit 6 Monaten in der Hand halten und das Fleisch essen? Ja, das Baby lutscht eher dran, ja, am Anfang, wenn das Baby noch gar keine Zähne hat. Aber glaubt mir, wenn das Baby auch keine Zähne hat, kann das Baby ziemlich gut mit seinen Kiefern kauen und abbeißen. Also das ist wirklich so erstaunlich. Aber sie zerkleinern das Essen genauso gut mit den Kiefern ohne Zähne. Man muss entsprechend das Essen zubereiten. Das werde ich im nächsten Teil erzählen. Das Essen muss natürlich etwas weicher zubereitet sein, damit es möglich ist. Und deswegen soll man sich da gar keine Gedanken machen. Was Verschlucken angeht, uns ist es nie passiert, eigentlich, dass das Baby sich verschluckt hat. Höchstens hat das Baby gewürgt, aber das ist ganz normaler Prozess. Auch Babys, die Brei bekommen, können würgen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm und man soll ja einfach ruhig bleiben. Und das Baby bekommt das selbst hoch, wenn da irgendwas in den falschen Hals gelaufen ist oder wenn das Baby irgendein Stückchen in den Hals bekommen hat, was zu groß war, wirkt das Baby und dann kommt es wieder raus. Also wir hatten das mehrmals gehabt, das ist aber nicht verschlucken, weil verschlucken heißt, das Baby kann nicht atmen, das Baby hat Atemnot. Wenn du aber Angst hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Erste-Hilfe-Kurs zu machen oder im Internet ein paar Videos anzuschauen, was macht man, wenn das Baby sich verschluckt, wie man agieren und reagieren soll. Und natürlich musst du immer dabei sein. Ja? Wenn ich mir Kaffee gemacht habe, bin ich trotzdem in der Küche. Ich sehe mein Baby. Es ist nicht so weit, dass ich nicht schnell zu ihm rennen kann und agieren kann. Deswegen ist es wichtig, dass du immer dabei bist, das Baby nicht unbeaufsichtigt lässt. Und übrigens, die Babys, die Brei bekommen, können genauso würgen, weil da irgendwas nicht richtig reingeht. Deswegen ist es unabhängig davon, ob du Baby-led Weaning machst oder Babybrei, das kann immer passieren. Noch ein Nachteil, was ich mal im Internet gelesen habe, dass da Gefahr besteht an Mangelerscheinungen, dass das Baby nicht genug Nährstoffe zu sich bekommt und so weiter oder Eisenmangel haben kann. Ich sehe das gar nicht so. Mein Baby hat immer auch Fleisch gegessen. Was Rind angeht, habe ich immer das als kleine Hackbällchen gemacht. Oder man kann einfach Hackfleisch machen, weil Rindfleisch ist natürlich ein bisschen fasrig. Und wichtig ist natürlich, dass du als Mama verschiedene Lebensmittel zubereitest, dass da eine bestimmte breite Palette an verschiedenen Lebensmitteln da ist. Das ist die Aufgabe von den Eltern, so viel wie möglich anzubieten. Und das Baby sucht sich was aus, worauf Lust hat. Falls du trotzdem irgendwelche Bedenken hast, dass dein Baby nicht zu viel Nahrungsmittel zu sich nimmt oder Mangelerscheinungen haben könnte, kannst du natürlich die Methode Baby-led Weaning mit Brei kombinieren. Das ist ja gar kein Problem. Übrigens, das haben wir gemacht. Ich muss sagen, wir sind nicht Baby-led Weaning, reines Baby-led Weaning gemacht, sondern ich habe gleich Andreas Löffel gegeben und Andreas hat auch Brei gegessen. Wenn das jetzt zum Beispiel zum Frühstücken bereiten wir Haferflocken zu und Andreas hat es gleich mitgegessen. Oder wenn wir eine Suppe hatten, hat er auch die Suppe gegessen. Von daher ist es kein Problem, das zu kombinieren. Und wir Erwachsene essen auch nicht nur feste Nahrungsmittel, sondern wir haben auch mal Suppe, mal was Püriertes oder so. Von daher ist es kein Problem, das auch bei deinem Baby zu machen. Ich finde, da soll man sich nicht irgendwelche Begrenzungen festsetzen. Sei frei, schau nach deinem Baby, wie das Baby reagiert. Du kannst es auch so machen, dass am Anfang sieht das Baby, was es auf dem Teller hat, ja. Kann an verschiedenen Sachen probieren und wenn du denkst, dass es nicht genug gegessen hat, kannst du nachher mit dem Gabel pürieren und dann weiter dem Baby geben oder helfen. So, nächster Punkt ist, wie werden die Lebensmittel zubereitet? Also auf jeden Fall ist es empfehlenswert, die Lebensmittel zu garen für das Baby. Es ist nicht empfehlenswert, irgendwas zu frittieren oder zu braten, am Anfang vor allem. Deswegen könnte man die Lebensmittel genauso zubereiten wie
für einen Brei, nur am Ende nicht pürieren. Ja, du kannst im Topf Gemüse ein bisschen mit dem Wasser kochen. Oder wenn du Dampfgarer hast, kannst du die Gemüse im Dampfgarer zubereiten. Da werden alle Mineralien und Vitamine besser erhalten. Und du schneidest die Lebensmittel in ziemlich große Stücke, so dass das Baby das gut mit der Hand greifen kann. So, was Fleisch angeht, da gelten die gleichen Prinzipien. Du garstest. Man darf ja nichts würzen, also ungewürzt, ohne Salz, ohne Pfeffer. Man kann natürlich auch Kräuter verwenden, das ist kein Problem. Und nun kommen wir zu dem nächsten Punkt, was genau du zubereiten sollst oder kannst, welche Lebensmittel nimmst du. Und da ist die Empfehlung genauso wie bei Beikost, du kannst auch mit Gemüse anfangen, mit Obst anfangen und sukzessiv verschiedene Lebensmittel auf Menüplan deines Babys dazu addieren. Vor allem, wenn das Baby allergisch reagieren könnte oder Probleme mit der Haut hat, solltest du sich nicht eilen, alles Mögliche ihm anzubieten, sondern versuch einfach, eine Gemüse nach der anderen einzuführen und zu gucken, wie das Baby reagiert. Also man muss ja nicht in der ersten Woche von der Beikosteinführung 5 verschiedene Gemüsesorten dem Baby anbieten, sondern lieber Schritt für Schritt. Bei Fleisch habe ich bereits erwähnt, Hackfleisch oder Hackbällchen, oder du kannst aus Hackfleisch solche kleine Sticks machen, dann kann das Baby das gut in der Hand greifen. Bei Hähnchen ist ganz gut, das braucht man nicht zu zerkleinern, das ist ziemlich weich. Schweinefleisch kann das Baby im Prinzip auch essen, im Prinzip kannst du es auch verarbeiten in ein Hackfleisch. Was noch? Fisch ist sowieso weich, ja, das kann das Baby auch so mit der Hand nehmen, musst du einfach aufpassen, dass da keine Gräten drin sind. Bei Eiern muss man aufpassen, dass die gut gekocht sind und keinen flüssigen Kern drin haben. Milchprodukte, wenn du Milchprodukte deinem Baby gibst, keine Rohmilchprodukte, weil die Bakterien enthalten können. Genauso gilt das natürlich für rohes Fleisch und Fisch, weil das können die Babys noch nicht essen. Und was Beilagen angeht, das muss ja nicht nur Kartoffeln sein, sondern wie gesagt, ihr könnt auch Reis zubereiten und Reis zu kleinen Bällchen formen. Oder wie ich dem Andreas gleich Löffel geben, und Andreas hat wirklich mit dem Löffel ganz gut gegessen von vorne. Man kann natürlich auch dem Baby ein bisschen helfen, das ist kein Problem. Oder ihr könnt zum Beispiel Reis zu dem Hackfleisch dazugeben und solche Bällchen machen, Hackbällchen machen, die bereits Reis enthalten, also Beilage und Eiweißquelle zusammen. Von daher, man kann ja kreativ sein. Und im nächsten Video möchte ich ein paar Rezepte vorschlagen, was für Baby-led Weaning ganz passend sein, die ganz, ganz einfach in Zubereitung sind, und sind unsere Lieblingsrezepte. Wenn du Lust hast, dieses Video anzuschauen, dann abonniere meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist. Und in der Zeit, wo du auf dieses Video wartest, kannst du dieses Video nochmal anschauen. Da sind einfach Grundlagen zu Beikosteinführung. Da zeige ich auch unsere Lieblingsprodukte, die wir nutzen, um mit Beikost anzufangen. Und das sind eigentlich generelle Grundprinzipien, was Beikost angeht. Falls du irgendwelche Anregungen noch hast, schreib mir das bitte in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch eine gute, gesunde Woche und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin alles Gute. Tschüss.